Vulkaneifel. Was für ein Versprechen. Nee, irgendwie habe ich mir das spektakulärer vorgestellt. Am Mainz am Rhein haben wir wenigstens einen Springbrunnen, der ist richtig hoch. Mein Name ist David Julian Kirchner. Bin Künstler. Das heißt Musiker. Also mittellos und heillos verwirrt vom 21st Century. Ich lebe in der Großstadt und manchmal denke ich, ich gehöre hier nirgends wirklich dazu. Es heißt ja, da sei eine Kluft zwischen Stadt und Land. Doch jedem Abgrund wohnt bekanntlich auch ein Zauber inne. Ich bin auf einer Reise an den deutschen Rand, weil ich wissen will, wie die Menschen hier leben und was sie wissen, was ich nicht weiß. Ich habe so viele Fragen. Ist Life ohne Style vielleicht das richtige Leben? Werde ich auf Abgehängte treffen? Wie werde ich empfangen und werde ich Empfang haben? Werde ich je nach Hause zurückkehren? Mein Name ist David Julian Kirchner und das ist Deutschrand. Am westlichen Rand von Deutschland liegt die Eifel, ein vergessener und kaum besiedelter Flecken Erde. Über die Eifel weiß ich wenig. Die Eifel ist irgendwie kein Thema. Vielleicht liegt das auch daran, dass es hier erstmal nichts Spektakuläres gibt. Die Gebirge mittelhoch, die Dörfer mittelschön, die Menschen nett. Lohnt sich ein Besuch in der Eifel überhaupt? Auf den ersten Blick nicht. Und genau deshalb will ich dahin. Hallo, Entschuldigung, nicht erschrecken. Ich bin Musiker, wie man sieht. Und ich laufe durch die Eifel, mache Songs über die Eifel. Und ich kann dann sozusagen Inspiration bekommen und Lieder drüber schreiben. Das wäre so mein. Die sind dann dick und schwer am Schaffen. Gehen wir da hin. Das sieht ja großartig aus. Was schafft denn ihr hier? Was schafft denn ihr? Und wir hier schaffen? Ja. Güllekeller sauber machen. Ja, okay. Sehen Sie mal, meine Familie. Ja, guck dir das an. Ja. Ich habe bis heute gar nicht gewusst, dass es sowas gibt. Von der. Ihr Arbeit. Also ist das Arbeit wichtig hier, oder? Dass man arbeitet. Das ist den Leuten hier ja, wichtig. Wenn man nicht arbeitet, dann hat man nicht lange. Nee? Naja. Arbeit macht Mut. Wenn man nicht dauernd in der Ecke sitzt, dann. Haben Sie nie so Fernweh, dass man denkt, so, oh, ich möchte mal gern nach New York, ich möchte gern nach Hawaii, ich möchte was weiß ich wohin? So ein Ort, wo Sie gerne mal hinwollen noch im Leben? Habe ich nie gehabt. Nee? Ich bin nicht für das Reisen. Wir müssen nicht überall hinfliegen und wir haben doch, was wollen wir denn hier? Schöner wie hier können wir nicht haben. Schön und gut. Dem netten Mann mit dem Güllekeller reicht seine Eifel. Aber warum? Sind die Menschen, die hier leben, vielleicht besonders genügsam? Wo finde ich in dieser Gegend bloß etwas Aufregendes? Etwas Ausgefallenes? In Niederstadtfeld gibt es etwas Besonderes. Den Wilfried. Wilfried ist Gemeindearbeiter. Er sorgt im Dorf dafür, dass alles eine Ordnung hat. Ist er da? Das ist er. Na, halt drauf. So. Wilfried. Er ist der, was was arbeitet. Mein Er ist der Chef, mein Chef, ja. Ah, der Chef auch noch. Hi. Moin. David. Das ist ein Bürgermeister. Ne? Bürgermeister, oh. Ja, mein Chef. Ja, wir müssen das mal richtig anpacken. Ich sag's dir gleich, ja, Wilfried, ich bin der ungeschickteste Mensch der Welt. Ich komme hier aus der Stadt, ganz feine Händchen da, muss ich immer aufhören, du bist gleich Aua und so und auch furchtbar. Also der Typ. Ja, richtig. Nur hier neu gespielt. Nee, aber das würde mich schon mal interessieren. So Arbeit ist für dich schon wichtig auch, oder? Ist eine wichtige Sache. Ja, noch ein bisschen. Wir lachen noch 21 Minuten. Dann sind wir red. Dann geht die Rente. Ich meine, ich hätte gestern angefangen. Ja. So kommt man die Zeit vor. Schnell vergangen, die Zeit. Schlimm. Ja, das Leben rast, gell? Ja, das ist ja. Das ist ganz schlimm ist das, nicht? Ja. Ich würde zwar lieber noch übers Arbeiten reden, aber Wilfried hat Arbeit und die muss getan werden. Der zu, Affe tot.
Als Gemeindearbeiter ist Wilfried auch der Totengräber von Niederstadtfeld. Wir fahren also zum Friedhof. Ob ich graben muss? So, also das war ja ein Erlebnis, du. Wie heißt nochmal dein Beruf, den du jetzt... Gemeindearbeiter. Gemeindearbeiter. Und kannst du noch mal ein bisschen was dazu sagen? Was machen wir denn jetzt als Gemeindearbeiter? Alles. Alles? Alles. Wie bist du dazu gekommen, Gemeindearbeiter zu werden? Ganz einfach. Ich war in Daun in der Fabrik gearbeitet. Ne? Und die Arbeit war nicht schlecht. Ja. Aber hey, hat das mir wehgetan. Da habe ich die Tür aufgemacht. Auto auf der Parkplatz, ich hatte die Tür aufgemacht, da komme ich mir 4 bis 8 Stunden im Gefängnis. Als Niederstadtfeld den Posten des Gemeindearbeiters ausschrieb, kündigte Wilfried in der Fabrik. Zum Glück. Seit 25 Jahren hegt und pflegt er nun schon sein Dorf. Schneidet Hecken, leert den Müll, räumt Schnee, kehrt Laub und hat immer ein offenes Auge für Arbeit, die getan werden muss. Wie schön. Ja. Morgen früh um 7 Uhr. Was da hey, dann mäst du weiter. Ja, ist klar. Ja. Wahrscheinlich wird Wilfried der letzte Gemeindearbeiter in Niederstadtfeld sein. Ich bin mir sicher, sie werden ihn hier vermissen. Wilfried, was ist hier? Was? Leichenhalle. Was macht man denn in der Leichenhalle? Da werden die Toten aufgebahrt. Da werden die aufgebahrt. Hast du schon mal einen Toten gesehen? Ja. Und? Oh. Ja. Oh. Ich mache immer vorsichtig die Tür auf, wenn dir dann die Nacht einer gekommen wäre. Ach so. Willst du auch mal hier begraben werden? Ja. Auf dem Friedhof? Aber Rasengrab. Eine Platte drauf, 50 mal 50. Da steht ein Name drauf, Geburtsjahr und Sterbejahr. Da brauchst du nichts zu machen, wie Blumen und was weiß ich da, ne? Ah! So, bitte hergeben, bitte warten. Hier muss man ein bisschen aufpassen. Feste, feste! Jawohl! Und den Boden lassen, Aber ja! Und aus dem Haaren. Hey! Und hast du heute noch einen Traum? Irgendwas, was du noch machen willst im Leben? Ja. Sag mal. Wenn ich hier in Rente bin, dann setze ich mich wieder auf den Bus. Aha. Bus fahren? Habe ich gemacht, 2 Jahre. Und nebenbei noch. Ne? Wenn ich jetzt in Rente bin, die Frau muss noch arbeiten gehen, noch 4 Jahre, wenn das alles klappt. Und ich wollte dann noch 4 Jahre morgens und mittags Bus fahren. Ja, so, dann machen wir das, nicht? Andere träumen von einer Rente am Strand. Wilfried träumt von der Arbeit nach der Arbeit. Wie war das? Arbeit macht Mut. Auf den ersten Blick ist das, was Wilfried macht, vielleicht nichts Besonderes. Aber Wilfried macht es besonders, weil er es so tut, wie nur er es kann. Und darum geht's doch, oder? Ich glaube, ich habe die Eifel falsch eingeschätzt. Offensichtlich muss ich den Menschen hier etwas genauer zuhören. Oh, ich kann besser getragen, als ich, verdammt. Bin ich dir jetzt schon so verbunden durch die schönen Klänge, dass ich von dir fast zum Hals fallen will. Ich traue mich nicht, weil Corona ist. Aber ich sag mal so irgendwie. Ja. Hi Silvia, schön, dass ich kommen darf. Silvia ist die einzige Mundartsängerin der Eifel. Die Eifler Sprache, das Moselfränkisch, klingt in meinen Ohren außerordentlich fremd. Und dann vorne Mama Bulldog an der Stausee, dann sehen wir auch mal etwas von der Welt. Druckel, Druck und Ruf, ist keiner an der Schlauf. Mein Schatz, war das das Leben doch so schön. Genau. Ja. Sau, das war Spaß. Nochmal, komm. Ob Christas Mäue wurde kalt und ziemlich hart gefroren. Du kriegt ein Horn an aller Fre, den Heiland hast geboren. Du bild den Hund, wu aus den Dorn zu fangen. Du blätzt gehst. So, Bethlehem und bleib nicht lange hannen. Ja.
Also irgendwie. Okay. Dau brauchst nicht. Du brauchst nicht über Land und Meer nach Bethlehem zu rennen. Den Heiland. Der ist überall. Findest du überall, wenn du ihn willst erkennen. Und woher kommt dieser Gottesglaube bei dir? Wie kann man das lernen? Ich bin tatsächlich mit einem Gendefekt auf die Welt gekommen und habe schon eine Nierentransplantation hinter mir deswegen. Ach, krass, okay. Die ist jetzt 5 Jahre her. Mein Stiefvater hat mir seine Niere gespendet. Und dadurch habe ich gewonnene Zeit. Wenn ich jetzt kein Gottvertrauen hätte, nenn es Gott, nenn es Kosmos, das ist also dieses tiefe Vertrauen in diese große Kraft, die jeder von uns in sich hat, dann wäre ich schon längst untergegangen. Ja, ich habe also diese Diagnose mit 14 bekommen. Mit 35 ist mein Leben zu Ende und was will ich in der Zwischenzeit machen? Das war für mich eine ganz wichtige Frage. Und da war die Musik ganz vorn. Ich habe immer wirklich diesen Weg der Musik gewählt. Ich habe gar nicht gefragt, kann ich davon leben oder ist das überhaupt sinnvoll? Ich bin diesen Weg gegangen, weil der mich einfach froh gemacht hat. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich wollte von Silvia nur etwas über Sprache erfahren. Aber eigentlich hat sie mir gezeigt, was es heißt, sich seinem Schicksal zu stellen. Nicht nur zu überleben, sondern mutig zu sein und das zu tun, wozu man sich berufen fühlt. Ich bin Gespenstern gefolgt, hab den Asphalt ausgerollt, mit den Sternen getanzt in den Untergängen dieser Stadt. Und ich hab mein Wort gebrochen, damit jeder was davon hat. Und bin beinahe K.O., aber immer noch okay. Der Streifen ist nicht abgedreht. Ich mag, wie in der Eifel die Zeit stillsteht. Aber wie lange kann man sich Stillstand erlauben? Wo ist der Aufbruch? Wo ist die Jugend? Gibt's die hier überhaupt? Von Angesicht zu Angesicht. Au! Oh, au! Oh nein! Ich habe gehört, dass auf der Niederburg in Manderscheid ein junger Mann lebt. Und zwar ganz alleine. Realitätsflucht oder was? Mal ehrlich, das ist eine Ruine. Und das muss er sein, Ritter Lukas. Mit gerade mal 21 hat er sich seinen Kindheitstraum erfüllt und lebt auf der Niederburg. Was fasziniert dich am Mittelalter? Dieses einfache Leben, was sie damals hatten. Nicht so wie heute, wo wir alle Strom und wenn man sich die Jugendlichen mal im Alter anguckt oder so mit ihrem Handy und alles tun und kann. Also wenn du jetzt mal überlegst, wie das in Berlin abgeht oder so, ne? Also da ist ja also hier schon in Großstädten bin ich immer total überfordert. Ja. So. Ob das hier so einfach ist, ich bin gespannt. Schmeichelt mir wirklich. Das hier, das wirft man sich dann über die Schulter. Auch nicht schlecht. Wunderbar. Schlecht, oder? Lukas ist nicht nur der einzige Burgbewohner, er ist auch Burgverwalter. Er muss also dafür sorgen, dass es der Ruine gut geht und sie mit Leben füllen. Also man spannt den Bogen, zielt und schießt. Der zeigt jetzt hier zu dir, ne, das ist richtig. Und jetzt ziehst du nach hinten weg. So, einfach loslassen. Einfach loslassen. Das macht Spaß. Vielleicht ist das Burgleben ja doch was für mich. Boah. Okay, das ist schon echt eine Wucht. Also da kann man mit dem Schwert das dagegen knallen. Da kann man dagegen hauen. Ja. Die ist kampftauglich. Okay. Vollkontakttauglich. Vielleicht machen wir mal so einen ganz seichten Einstieg für die Anfänger. Wir hier gegen unseren Großen. Stramattina, mi son alzato. Oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stramattina, mi son alzato. E
Alter, sind die hart drauf, ey. Das düstere Mittelalter. Oh Gott. Oh, Leute. Also 5 Minuten am Pranger ist schon reicht genug. Heute. Ihr zwei, das finde ich irgendwie cool, dass ihr da sowas so Vater-Sohn-mäßig, oder? Wir sind auch froh, wir sind ein gutes Team. Also mein Vater, der war Musiker, aber trotzdem gab es jetzt nicht so eine gemeinsame Sache, dass wir zusammen ein Stück komponiert hätten oder so. Das finde ich schon irgendwie richtig irgendwie berührend, dass ihr da sowas habt. Der geht jetzt tief nach unten. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Angebot bekämst, von irgendeiner anderen Burg das zu machen, würdest du das machen? Es hat einfach keinen Reiz. Also ich, als, wo ich ja als Knappe des Grafen angefangen habe und jetzt ein Ritter bin und jetzt die Burg verwalte, das ist halt einfach, das habe ich auf einer anderen Burg nicht, die Geschichte dahinter, die mich damit verbindet. Und ich habe Mandasch halt schon immer unterstützt. Da will ich halt einfach beibleiben, solange es geht. Okay. Dann bleibst du hier, würde ich sagen. Ja, hoffentlich. Noch lang. Ja, klar. Mancher muss nicht weit weg, um sein Glück zu finden. Auch mal schön. Aber kann man in der Eifel auch Heimat finden, wenn man von weit weg herkommt? Hevida ist Kurdin aus Syrien. 2016 ist sie über die Balkanroute in die Eifel geflüchtet. Ohne ihren Mann, aber mit den beiden Kindern. Heute ist sie Küsterin in Gillenfeld. So. Das finde ich ja immer gut an den katholischen Kirchen, ist immer so viel Gold. Ja, ah, das ist nicht echte Gold. Ja, ich bin klein, ja? Ich habe gedacht, das ist immer Gold, ja, echte Gold. Aber der Wein ist schon echt, oder? Wein? Der Wein? Ja, das der ist schon echt. Okay. Doch. Gott sei Dank. Und wo genau lebst du jetzt? Du lebst ja nicht hier in dem Ort, sondern in Strotzbüsch. Strotzbüsch, ah ja, okay. Und wie fühlst du dich in Strotzbüsch? Sehr schön. Ja? Ja, sehr ruhig, sehr schön, ja. Die ersten Jahre ist sehr schwer, weil ich habe kein Auto, ich kann kein Deutsch. In Strotzbüsch gibt ein paar Worte, ich kann nicht alle, ja, aber die nicht ich. Ich habe erst einmal gehört, ja, was bedeutet Dienstisch? Das ist Dienstisch. Was ist das? Donnerstag. Und wir haben die Leute hier zusammen gesprochen und der Dialekt, dann ich verstehe gar nichts. Nee. Und hast du mal überlegt, in eine Stadt, eine größere Stadt zu ziehen in Deutschland? Nee. Berlin oder Köln oder sowas? Nee. Ich geboren in einer großen Stadt, ja, in Damaskus. Weil ich bin verheiratet. Mhm. Wir haben in Libanon gelebt. Mhm. Große Stadt, auch Beirut. Aha, okay, ja, das ist sehr groß. Aber ja, hier auf einmal ein kleines Dorf. Was ist der Unterschied zwischen Beirut und Gillenfeld? Oder? Ja, gibt mehr Kontakt bei uns. Immer lachen, freundlich tanzen. Hier leider etwas langweilig. Ja, denke ich mir doch. Moment, stopp. Wahrscheinlich ist es kein Zufall, dass Hevida ausgerechnet hier bleiben will. Vielleicht ist die unaufgeregte Eifel nach Krieg und Flucht der richtige Ort für die junge Mutter, um anzukommen und Frieden zu finden. Mittlerweile ist auch Hevidas Mann in Deutschland. Geholfen haben dabei Adi und seine Frau Christel. Die beiden zählt Hevida nun auch zu ihrer Familie. Was bedeutet das für dich, Familie, wenn du sagst, das ist deine Familie? Was, es ist offensichtlich nicht nur die Blutsverwandtschaft. Wie kann ich erklären? Ja, wie du erklären kannst, ja, dass du auch immer sagst, wir sind eine Familie, dass wir zusammengehören. Genau. Ich bin als ein Kind aufgewachsen ohne Vater und ich habe hier die Bedürfnisse gesehen, dass der Papa nicht da war. Deine Eltern sind ja noch, sind noch dort, oder wie? Ja, ja, in Syrien. Sind noch in Syrien? Ja, ein kleiner Dorf in Afrin, aber Afrin ist jetzt kaputt. Ja. Ja, gibt Krieg. Ja. Wegen Daesh und Türkei. Ja. Und ja, jetzt ziehen nach einem noch kleinen Dorf, aber nur Kurden, ja, da drin. Okay. Ja,
Ist nicht so ganz sicher, aber geht. Moment. Und da leben deine Eltern. Hast du sie schon lange nicht mehr gesehen? Ja, ich habe lange nicht gesehen. Jetzt 9 Jahre oder 10 Jahre jetzt. Krass. Leider. Vermisst du deine Eltern? Ja, klar. Ja, das sind meine Eltern. Es gibt nicht viele Menschen in der Eifel. Aber die, die da sind, halten zusammen, scheint mir. Gemeinschaft. Das Social Network der Dorfbewohner. Meine nächste Station zeigt mir, dass die Ruhe und Sicherheit, die die Eifel ihren Bewohnern bietet, zerbrechlicher ist, als es den Anschein macht. Kaum jemand im Ahrtal hätte sich die Katastrophe ausmalen können, die über diese Gegend hereingebrochen ist. Plötzlich war die Eifel dann doch Thema. Nur eben aus einem traurigen Grund. Ich treffe Holger. Eigentlich ist er Orthopädie-Schuhmacher. Mit der Flut wurde er in Walportsheim zum Kopf der Rettungsarbeiten. Ja, und so nahmen die Dinge ihren Lauf, dass wir irgendwann einfach das Dorf organisiert haben. Weil jeder natürlich mit sich selbst beschäftigt war, mit seinem Schaden, mit Sterben vor den Trümmern seiner Existenz. Also das ist zum Beispiel Rech. So sah Rech vorher aus. Und so sieht es heute aus. Da fehlen einfach 3 Häuser rein. Es war für keinen vorstellbar. Da ist sie wieder, die Gemeinschaft. Den Walportsheimern hat sie geholfen zu überleben, ihr Dorf nicht aufzugeben. Und ich? Mir fehlen die Worte. Und so sehen im Grunde genommen im Ahrtal fast alle Häuser aus. Sind in der Krise andere Dinge wichtig als im Alltag? Also hast du da, was verschiebt sich da? Ja, es verschiebt sich dahingehend, dass du einfach in der Krise sehr schnell einfach Entscheidungen treffen musst. Du musst machen und nicht reden. Überall ganz viele in Walportsheim, diese alten Gewölbekeller. Ja. Und ganz viel, das stand halt alles komplett voll. Wo nimmst du die Power da eigentlich her? Dass du ich so, habe keine Ahnung. Vermutlich hätte mich die Power jetzt auch wieder so ein bisschen selber verlassen, weil ich eine Gallenkolik hatte letztes Wochenende. Ja, dann kommt die einmal raus, die Gallenblase, dann ist wieder gut. Ja, dann ist der Stein raus und dann, was soll denn dann noch passieren? Manchmal natürlich frisst man vieles in sich rein, aber auch ich lasse es auch raus. Ich hatte am 12. Tag auch meinen totalen Zusammenbruch. Ja. Nur noch Heulkrämpfe, es muss irgendwann raus. Ja, klar. Na? Es geht nicht anders. Ja. Und ja. Ist da noch einer da für dich? Ja. Hast du eigentlich immer woanders gewohnt? So ganz, ich meine, es mal so ganz außerhalb von der Alpen. Wollte immer mal schön in die Stadt, aber am Ende des Tages bin ich froh, dass ich da nie gelandet bin. Nee. Wieso was? Wie stellst du dir das vor? Stressig. Ja. Holger ist hier ein Held. Kein Zweifel. Nur habe ich mir Helden immer anders vorgestellt. Lauter. Alle, die mir in der Eifel bisher begegnet sind, waren unprätentiös. Freunde leiser Töne. Menschen, deren Größe man nur erkennt, wenn man einen zweiten Blick wagt. Aber so können hier doch nicht alle sein. Gibt es hier keine lauten Kerle? Ich weiß, wo wir gucken können. Es gibt nur ein Problem. Vor was hast du denn jetzt am meisten Angst? Vor diesem Dreh. Nee, aber ich habe Angst vor Verletzungen. Ich habe Angst, dass die, also psychische wie körperliche. Die schreien mich an. Ich habe das schon mal erlebt. Mainz 30, TSG 30, schlechtester Verein. Ich glaube, es gibt ja so, was ist die unterste Liga, die es überhaupt gibt? Kreisliga D. Doch, und da waren die auf dem letzten Platz. Es geht nicht weiter nach unten, als die waren. Und die waren noch so ehrgeizig. Haben halt viel geraucht beim Spiel. Das war das Einzige. Hasse Fußball. Trotzdem, ich bin unterwegs nach Hasborn. Dort bin ich mit den alten Herren des Fußballvereins verabredet. Wenn sich mein Bild von den stillen Eiflern irgendwo brechen lässt, dann hier. So. Tag, Männer. Hallo. Grüß euch. Hallo. Ja. David heißt es. Hallo, David. Hallo, David. David, genau. Und ihr seid? Der Winne, Vorsitzender von AHA. Das ist mein Vorgänger, der Reinhard Knart.
Reinhold. Das sind die beiden Trainer. Trainer, okay. Der Erhard Schiffels und der Mike Schmitz. Wirklich, ich bin ja noch nie Fußball gespielt. Also ich war immer der, der als erstes aus dem, ausgewählt wurde in der Schule. So, der Letzte, der noch da stand. Ja, das ist ja nicht klar, wo du spielst. Nee, ich weiß ja nicht. Das ist ja nicht klar, wir können ja auch eine Eckfahne stellen. Ja, ja. Oder einfach ins Aus. Wir legen mich auf die Bank am besten. Ja, das wäre der Allerbeste. Okay, Reinhold ist der Endboss. Aber das, ja, ich treffe den Ball gar nicht. Das ist wenn ja, also, nichts kann, kommt, wenn da haben wir nichts dann schießt er, das hat ja was mit Technik. Wir werden natürlich so machen, dass da der kommt, der geht's nämlich schon los. Jetzt kommt die große Ja, das ist da so. Kann man nichts von, wenn er ja. nichts taugt. Nee, bist du ein harter Mann? Ja. Wirklich, absolut. So richtig hart. Für manche motivieren. Ne? Ja? Für manche, ja. Ja. Aber wie wird man so hart? Wie kann man das, wie schafft man das, so hart zu werden? So ein harter Mann. Ja? Hat die dich zum harten Mann gemacht? Deine Frau? Da war ein bisschen kleiner wie ich und ein bisschen älter wie ich, aber das macht ja nichts, ne? Aber die hat Kommando daheim. Ja. Wenn ich aber aus der Haustür rausgehe, ne? Da bin ich dran. Ja. Dann ist es soweit. Anpfiff. Alle hier scheinen härter als ich. Vor allem Reinhold. Bin ich wirklich hart genug für dieses Spiel? Komm jetzt, Hammer! Können Sebastian, Domme! Ich bin schwer nervös. Mach dir keine Sorgen, meine Schwester ist Krankenschwester. Wenn wir passieren. Ja, machst du hier die Wiederbelebung? Na, na Gott sei Dank. Stay alive. Wechsel! Bitte! Auf das Tor jetzt, ne? Ja, ja, klar. David Holland! Ja! Da kann man doch ein Eck schießen. Du musst doch der Schiebe so unparteiisch bleiben. Wenn man nicht so ein Trollschweinchen hat, du musst im Leben härter kämpfen. Ja. Das geht so nicht mit dir. Du musst Gas geben, verstehst du? Das wirst du nicht so alt wie ich. Nee. Musstest du immer Gas geben, Reinhold? Ja. Ja. Verstehst du? Ich bin ja Jahrgang 50. Ja. Und ich bin, der Vater, der kam ja aus dem Krieg, erst 48 zurück. War in Gefangenschaft? Ja, ja. War halt so, ne? War halt so. War halt so, ja. Aber ich hatte 76 einen Arbeitsunfall gehabt. Da habe ich einen Speiseröhrenriss gehabt. Scheiße, echt? 10 cm. Von hier, na, von da abgeschnitten worden in Bayern, in Bonn, Speiseröhre zusammengenäht. Und da habe ich gesagt, Kamerad, du gehst nicht dahin, du bleibst oben. Normal überleben das von 103, 4. Deswegen bist du einfach ein harter Mann werden müssen. Ich bin ja auch gutmütig. Das weiß ich doch. Das spürt man von der ersten Sekunde. Ja, deine Augen sind sowas von gutmütig. Ich bin ja auch nicht Ling oder. Nein, das merke ich aber sofort. Ich mache ja für die Kahlen ja alles. Ne? Ja, ja. Aber wenn die Bälle brauchen und Trikots brauchen, dann so weiß ich dann. Das wird sich auch. Ne? Schon okay. Ist schon okay so. Wie ist. Ja? Ja. Ich habe was verstanden. Reinhold ist gar nicht so hart. Er ist stark. Er hat überlebt. Das, was ich für Härte gehalten habe, ist sein starker Lebenswille. Ich bin oft schnell darin, mir eine Meinung über andere zu bilden. Geb mich mit dem ersten Blick zufrieden. Ich sollte mich öfter trauen, genauer hinzuschauen und zuzuhören. Die Eifel ist still und der Stillstand ist hier schön. Aber ist er von Dauer? Was wird aus der Eifel, wenn Reinhold und seine Generation mal nicht mehr sind? Wie wird sich diese Gegend dann verändern? Ich hoffe, sie bewahrt sich das Ungeschminkte. Denn darin ist sie besonders.